Hallo ihr Lieben, heute machen wir gleich zwei Sachen und zwar diesmal Dinkel-Vollkornbrötchen. Und ich sage euch jetzt mal, was wir dafür brauchen. Und zwar einmal 375 Gramm Dinkel-Vollkornmehl, dann 1,5 Teelöffel Salz, aber gestrichene Teelöffel Salz, dann ein Päckchen Trockenhefe, so einen halben Teelöffel Brotgewürz, dann ein Teelöffel Vanillezucker, auch gestrichen. Also ich habe mich nicht vertan, das gehört da wirklich rein. Dann 250 Milliliter Wasser. Ach so, da können wir jetzt gleich schon mal die Hefe reingeben. Haben wir das wieder aus dem Kopf. Und dann noch 50 Gramm Saaten. Also da könnt ihr irgendwelche Kerner nehmen. Ich habe jetzt so aus so einer gemischten Packung das genommen. Ich habe hier also so einen Salatkernmix. Aber ihr könnt das auch zusammenstellen mit Sesam, Mohn, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, wie ihr wollt. Alles, ja, wonach euch der Sinn ist. Und das müssen wir jetzt erstmal zum Teig dann anrühren. Allerdings später brauchen wir noch ein paar Kerne, um die oben drauf zu geben. Muss ich mir nur mal einen Löffel suchen, dann bin ich gleich wieder da. So, jetzt habe ich auch meinen Löffel. Nicht, dass wir dann nachher zu viel haben. Will ich jetzt dann doch nicht per Augenmaß machen. Also wie gesagt, so 1,5 Teelöffel Salz, aber gestrichene Teelöffel. So. Dann so einen halben Teelöffel Brotgewürz. Und Vanille. Auch so gestrichen. Will ich aber nicht zu viel dran machen. Wollen ja nicht, dass die jetzt total süß auf einmal werden. So, dann kann man das nämlich schon mal ein bisschen vermischen. Während die Hefe da schon mal ein bisschen arbeitet. Und dann können wir eigentlich auch schon die Kerne dazugeben. Und unser Hefegemisch. Und jetzt müssen wir das schön miteinander verkneten. So, ich gebe jetzt einfach noch ein kleines bisschen Mehl nach, aber wirklich nicht viel. Und dann nochmal verkneten. So, und das war's auch erstmal. Jetzt soll der Teig einfach erstmal schön ruhen. So, jetzt können wir weitermachen. Ich habe den Teig jetzt so ungefähr 1,5 Stunden gehen lassen. Dann etwas Mehl auf die Arbeitsfläche gegeben. Und jetzt müssen wir das eigentlich dann nur portionieren. Ich glaube, ich mache das am besten so mit der Hand ab. Dann einfach wieder so zu Brötchenform. Und das mache ich jetzt erstmal, bis wir alle haben und lege das aufs Backblech. Und dann machen wir den Rest. Ach ja, genau. Und den Ofen habe ich jetzt schon mal auf 240 Grad eingestellt zum Vorheizen. Genau. Und wenn wir das haben, dann nehmen wir uns einfach so ein Brötchen weg. Tun das jetzt oben. Ich habe hier ein Schälchen Wasser an der Seite. Oben einfach mit dem Wasser bepinseln. Und jetzt habe ich hier neben mir einfach so einen Teller mit Kernen. Und da gebe ich das jetzt rein. Du kannst natürlich auch so drauf machen, aber so gehen vielleicht nicht so viele Kerne an die Seite wieder verschwunden, also die dann hier auf dem Backblech rumfliegen. Aber ihr könnt es natürlich machen, wie es für euch am einfachsten ist. Hier klebe ich jetzt noch was dran. Und so machen wir das eigentlich gerade mit den anderen auch. Wappt es ein bisschen am Boden, macht aber nichts. Wieder Wasser. So, jetzt gehen die Brötchen ab in den Ofen. Allerdings keine Panik, das bleibt nicht die ganze Zeit bei 240 Grad. Da wird dann auch noch runtergeschaltet. Aber das sage ich euch dann erst am Schluss, wenn ich genau sagen kann, was, wie, wann und wo.
Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich nochmal. Und zwar, also die Brötchen waren jetzt insgesamt 30 Minuten im Ofen, also Ober- und Unterhitze. Die ersten 10 Minuten haben wir es ja auf 240 Grad gehabt. Dann habe ich auf 200 Grad runtergestellt und dann waren sie jetzt nochmal 20 Minuten bei 200 Grad drin. Und was ich noch gemacht habe, ganz am Anfang, habe ich einfach so 50 Milliliter Wasser oder so noch auf dem Ofenboden gegeben, damit einfach noch Dampf entsteht. Und das Ganze habe ich dann so in der Zwischenzeit, also von der, wo nach einer Viertelstunde oder so, nochmal gemacht. Ihr könnt auch in den Ofen einfach mit so einer Sprühflasche reinspritzen. Da ich die nicht da habe, habe ich das jetzt halt nicht gemacht. Genau, und jetzt würde ich sagen, schneiden wir einfach mal eins an, damit ihr das auch von innen seht. Voilà. Verlieren wir schon die ersten Kerne. So. So sieht das Ganze dann von innen aus. So von außen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!